Hallo zusammen. Fangen wir mal an mit dem nächsten PowerShell-Tutorial. Diesmal sprechen wir über Pester. Pester ist ein PowerShell-Unit-Testing-Framework, mit dessen Hilfe man, wie ihr hier seht, schön Unit-Tests für seine Skripte schreiben kann und dann auch ausführen kann. Und diese zeigen dann an, wie lange die Tests gelaufen sind, welche Ergebnisse haben uns die Tests geliefert und so weiter. Wo findet ihr diese Applikation? Diese Applikation ist bei jedem Windows 10, glaube ich, vorinstalliert, aber es ist die alte Version davon installiert, deswegen müsst ihr es vorher noch aktualisieren. Wo findet man das? Man findet es unter github/pester/pester. Ich zeige es euch hier nochmal. Hier ist der Pfad. Wie gesagt, pester/pester. Da liegt es drin. Das packe ich aber noch in die Beschreibung von YouTube mit rein. Und ihr müsst zuerst ein Update davon machen. Wie macht man ein Update? Hier ist das in der Installation beschrieben. Man macht install-module-name, danach pester-forest. Dann wird es versucht, das neu zu installieren. Das Problem ist aber, die aktuelle Version von Pester ist mit einem von Microsoft signierten Zertifikat installiert. Deswegen müsstet ihr das zuerst installieren und dieses Framework danach neu installieren. Das ist dann hier unter den weiteren Installationsschritten beschrieben. Könnt ihr relativ einfach machen, ist hier auch relativ schön beschrieben. Gehen wir mal zu unserem PowerShell-Skript. Und ich hoffe mal, dass es demnächst nicht anfängt wieder zu bildern. Ja, weil vorhin hat es mir das YouTube-Video versaut. Gut, wie groß lassen wir das? Wir machen es so groß. Genau, also wir haben zwei PowerShell. Skripte definiert. Ein Skript enthält die ganzen zu testenden Funktionen. Ich habe es mal System under Test genannt. Und dann ein Skript, in dem alle Unit-Tests reinkommen. Jetzt wollen wir erstmal eine zu testende Funktion implementieren. Das machen wir mit Function. Wir nennen die add-numbers. Das gleiche Beispiel gibt es auch auf der Pester-Webseite. Und ich kopiere mal rein, was das Ding macht, weil ich habe das schon einmal vorhin geschrieben, bis dann zu laut wurde. Genau. Wir haben hier zwei Parameter definiert, A und B in dieser Funktion. Wir definieren jetzt mal keinen Funktionsbody und wir wollen jetzt einen Test dafür schreiben. Wie macht man Tests? Um Tests zu schreiben, bindet man erstmal das zu testende Skript ein mit .source, also Punkt, Leertaste, Anführungszeichen und dann gibt es eine spezielle Variable, die heißt ps-script-root. Diese Variable gibt den aktuellen Pfad eures Skriptes an. Und von da aus navigieren wir dann zu der zu testenden Datei. Also system under test.ps1. Ich zeige euch, was das uns ausgibt. Wir führen das Skript mal aus und wie ihr seht, es gibt mir die ps-script-root gibt mir diesen Dateistring, diesen Pfad-String an und dann packe ich noch das hier dazu. Und dadurch berechne ich mir dynamisch den Pfad von meinem zu testenden Skript. Dadurch muss ich dann diese Variable nicht mehr anpassen, weil wenn ich zum Beispiel sowas hier reingepackt hätte, sobald sich die Pfade verändern, kann ich die Tests nicht mehr laufen lassen. Deswegen lieber dynamisch. Jetzt schreiben wir unseren ersten Test. Tests werden eingeleitet mit einem Describe-Block. Und dann schreibt man hier rein, was für Tests sind denn in diesem Block enthalten. Zum Beispiel add numbers, Tests, dann geschweifte Klammern. Und in diese geschweiften Klammern kommen die einzelnen Tests rein. Ein Test deklariert man mit Hilfe von it. Danach sagt man, was dieser Test testet. Zum Beispiel add to positive numbers. Und dann wieder ein Body mit geschweiften Klammern. Und hier kommt jetzt der eigentliche Test rein. Wir wollen zum Testen unsere Funktion, die wir gerade definiert haben, aufrufen. Übergeben ihr zwei Zahlen, zum Beispiel 9 und 9. Und wir wollen das Ergebnis dieser Funktion in einer Variable speichern. Wir nennen die Variable actual, weil hier das aktuelle Ergebnis, das eigentliche Ergebnis reinkommt. Und dieses Ergebnis vergleichen wir jetzt mit Hilfe eines Pipes und der Funktion should minus
Wert hast du Minus. Und hier gibt es dann Pi, Not Pi, also es gibt verschiedene Vergleichsoperatoren, wie ihr seht. Diese sind aber nochmal auf der Webseite von Pester beschrieben. Wir wollen den Vergleichsoperator Pi verwenden, weil das Ergebnis sollte, should Pi 18 sein. 18 sein. Jetzt haben wir unseren ersten Test geschrieben. Wir speichern mal das hier ab und wir lassen jetzt unseren Test laufen. Und wie ihr seht, er gibt uns eine Fehlermeldung aus. Wie ihr seht, hier steht oben Describing at Number Tests. Das ist also das, was hier oben steht. Und dann die erste, hier aufzuspringen, die erste zu testende Funktion, add to positive numbers. Es zeigt uns an, expected 18, also wir haben hier auf der Seite 18 erwartet. Wir haben aber null bekommen. Warum? Weil wir noch kein Body implementiert haben. Jetzt müssen wir den Body implementieren. Return a, $a plus $b. Das ist unsere Rechnung. Jetzt sollte es funktionieren. Wir führen das Skript einmal kurz aus, damit es in die aktuelle Session importiert wurde. Und jetzt starten wir diesen Test nochmal. Und wie ihr seht, Describing at Numbers Test, das ist grün. Und das Ding ist auch grün, weil das erfolgreich war. Da steht add to positive numbers, successful. Hat 2 Millisekunden gedauert, der Test. Und so kann man relativ einfach Tests für unsere Applikation schreiben. Ich muss mal schauen, ob ich es angemacht habe. Ja. Jetzt können wir noch weitere Tests hinzufügen, zum Beispiel add to negative numbers, um zu schauen, ob unsere Funktion auch richtig funktioniert. Negative Zahlen, wenn sie alleine stehen, müssen mit einem Klammern angefangen werden, weil sonst blickt das PowerShell nicht. Also minus 9 plus minus 9 ist dann minus 18. Oder wir machen erstmal, ja, wir lassen das minus 18 und führen das erstmal aus. Und wie ihr seht, da stehen jetzt zwei Tests, die erfolgreich waren. Es gibt noch weitere Parameter, die wir hier hinzufügen können, zum Beispiel should not be. Jetzt sollte der Test theoretisch failen und wie ihr seht, der failt, weil wir haben, es nervt mich, wenn das so runterspringt. Ja, wir haben minus 18 erwartet oder es sollte irgendwas anderes, wir haben etwas erwartet, das nicht minus 18 ist, egal was. Aber es war minus 18, deswegen ist er fehlgeschlagen. Also wie ihr seht, hier könnt ihr eure Tests relativ granular definieren, aber wir machen das mal wieder richtig, should be. Jetzt stellt euch mal vor, ihr baut in eurem Skript rum. Und ihr habt hier aus Versehen einen Bug reingemacht. Dann führt ihr beim nächsten Mal eure Tests aus. Wir müssen das Skript erstmal importieren, clearen und dann führen wir unsere Tests aus. Und jetzt haben wir gemerkt, ups, wir haben einen Fehler in unserem Skript reingebaut, weil die Fehler werden jetzt hier beschrieben. Wir haben 18 erwartet, aber 27 bekommen, warum auch immer. Wir schauen nach, okay, wir haben zweimal A addiert. Wie ihr seht, Unit-Tests helfen uns dabei, Bugs zu finden, die wir später in unser Programm hinzugefügt haben. Jetzt können wir mal eine andere Funktion deklarieren. Zum Beispiel die OutputToCLI. Wir wollen eine Funktion definieren, die auf die Command-Line ausgibt. Wir nehmen mal einen Parameter, lassen den mit dem Namen A. Aber ändern ihn auf String und wir wollen diesen String mit Hilfe der write-debug-Methode ausgeben. Und das war's. Das ist unsere zu testende Funktion. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen unsere Funktion testen und wir wollen testen, dass unsere Funktion tatsächlich diese Methode hier aufruft oder diese Funktion, diese. Wie war das nochmal? Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Dieses Commandlet ausführt. Ja. Aber wir wollen es nicht ausführen, weil was ist, wenn wir hier anstatt von write debug ein delete item oder sowas hätten, was tatsächlich eine Aktion auf unserer Festplatte durchführen würde und im schlimmsten Fall irgendwelche Dateien löschen würde. Wir wollen testen, dass diese Funktion aufgerufen wird, aber wir wollen sie nicht aufrufen. Wie machen wir das? Wir können diese Funktion mocken. Also wir können diese Funktion mit einem Fake überschreiben. Wie definieren wir Fake? Wir machen uns ein weiteres
describe-Block für die zweite Funktion. Die Funktion heißt glob-output to CLI tests. Dann wieder der Testblock mit dem it anfangen. It writes to CLI. Wieder ein Body. Und jetzt wollen wir den mock schreiben. Das machen wir mit Hilfe vom mock Keyword. Dann sagen wir denn die Funktion, die wir mocken wollen, also zum Beispiel write-host war die Funktion, die wir überschreiben wollten für den Dauer dieses Tests. Und was soll diese Funktion machen? Hier in diese geschweiften Klammern können wir jetzt alles reinpacken, was diese Funktion machen soll. Uns interessiert es in dem Fall nicht, was sie macht, und wir wollen einfach nur wissen, wurde diese Funktion dann aufgerufen. Deswegen reicht das aus. Wir machen jetzt den Test. Genauso wie vorher rufen wir unsere Funktion auf. Output to CLI und übergeben ihr einen Parameter Test zum Beispiel. Und dann wollen wir jetzt wieder ein Assert schreiben. Assert minus mock kalt, weil wir wollen annehmen, dass der mock angerufen wurde. Mit dem Command name write minus host. Und wie oft wurde der aufgerufen? Einmal, exactly. Damit sagen wir, okay, wir wollen testen, dass dieser Mock, den wir hier geschrieben haben, exakt einmal in unserer Output-to-CLI aufgerufen wurde. Wir führen das jetzt erstmal aus, damit das importiert ist. Clearen. Und lassen unseren Test jetzt mal laufen und schauen, was passiert. Und was kommt jetzt hier raus? Wurde nicht als Commandlet, habe ich das falsch geschrieben? Ach so, ja, assert sollte hier stehen, sorry. Na, was mache ich? WriteHost, was haben wir denn hier aufgerufen? Ah, wir haben WriteDebug aufgerufen. Wie ihr seht, wir haben die Variable, wir haben die Funktion WriteHost gemockt, aber wir hätten eigentlich WriteDebug mocken sollen. Aber ich ändere das hier mal auf WriteHost. Und wie ihr seht, diese Tests sind echt geil. Die sagen euch sofort, was fehlgeschlagen ist, warum etwas fehlgeschlagen ist. Und ja, geiler Scheiß. Okay, wir haben jetzt das auf WriteHost geändert. Ich importiere das nochmal, cleare das nochmal und hoffe, dass es jetzt funktioniert. Weil jetzt sollte es alles laufen. Na? Und wie ihr seht, wir haben die zwei vorherigen Tests hier oben stehen. Dann haben wir unseren anderen Tests. Write to CLI, der ist auch durchgelaufen, weil unser WriteHost exakt einmal aufgerufen wurde. Wenn wir das in zwei ändern, sollte jetzt wieder eine Fehlermeldung kommen. Wie ihr seht, Fehlermeldung. Wir haben erwartet, dass er zweimal aufgerufen wird, aber er wurde einmal aufgerufen. Weil was gibt es sonst noch, was wir mocken könnten? Wir machen das mal rückgängig. Schau mal, wie lange das Video war. Bei 13 Minuten sind wir gerade. Es gibt auch noch weitere Blöcke für unsere Tests, weil wir können zum Beispiel Parameter definieren, die immer wiederkehren bei jedem einzelnen Test. Weil wir wollen zum Beispiel diese Variable hier nicht zu je, weil wir haben 20 Tests und wir wollen allen dieselben Eingabeparameter übergeben. Das funktioniert, indem wir wir müssen hier mal kurz zurück. Das war hier. Wenn ihr hier nach rechts geht, hier gibt es eine sehr schöne Dokumentation, ich glaube beim Quickstart Usage, da seht ihr die ganzen Funktionen davon und wir wollen jetzt unsere einzelnen, was haben wir denn hier, Test Drive, wir können eigene
Ordner oder Laufwerke definieren. Wir können auch unterschiedliche hier Sessions definieren. Also ihr müsst euch am besten diese Webseite anschauen. Die ist sehr gut und sehr übersichtlich. Wir können hier, weil hier gibt es eine weitergehende Beschreibung für die Mocks, weil wir können zum Beispiel bei jedem Mock Werte zurückgeben. Wir können auch ganze Berechnungen bei diesen Mocks durchführen. Was haben wir hier noch? Wo waren denn die Before- und After-Test? Modules, Test Registry, Test Results. Ja, egal, das machen wir dann wahrscheinlich beim nächsten Mal. Aber vielleicht machen wir noch ein Delete-File. Function removes, remove file. Da packen wir einfach denselben Command-Block mit rein. Und anstatt von write host machen wir hier jetzt remove item. Weil dieses Ding würde jetzt, falls hier ein valider Pfad angegeben wird, tatsächlich irgendwas löschen. Und dafür sind halt diese Mocks gut. Wir kopieren jetzt mal den Describe-Block. Packen wir hier unten rein, removes item tests oder wie hießen das, remove file tests. Removes one file. Wir rufen jetzt die Funktion auf bei uns hier unten. /. Wir schauen mal, wo waren das? Ich glaube Tools. Data.csv. Diese Datei existiert tatsächlich. Wenn ich das jetzt aufrufe, sollte diese Datei gelöscht werden. Aber wir wollen nicht, dass diese Remove-Item-Command tatsächlich aufgerufen wird. Wir packen ihn hier oben in unser Mock rein, sagen mach gar nichts. Und jetzt wollen wir prüfen, ob RemoveItem tatsächlich aufgerufen wurde. Wir importieren das mal, machen ein Clear, führen das aus und wie ihr seht, das hat funktioniert. Wir testen mal, ob die Datei noch da ist und die Datei ist noch da, also das PowerShell, die PowerShell ISE schlägt uns die Datei vor, also ist sie tatsächlich noch da. Also wurde diese Funktion nicht ausgeführt. Oder zumindest es wurde nicht die eigentliche Remove, es wurde nicht die eigentliche Remove-Item-Commandlet ausgeführt, sondern es wurde das Commandlet ausgeführt, mit dem wir Remove-Item für die Dauer unserer Session überschrieben haben. Und dafür sind halt diese Mocks gut, weil dadurch können wir unseren Code sehr granular testen. Und auch den Code testen, ohne jetzt irgendwelche Datenbanken ansprechen zu müssen, falls unsere Funktion Datenbanken ansprechen, ohne irgendwelche Dateien erstellen zu müssen, Dateien löschen zu müssen, weil normalerweise ist es relativ schwierig, größere Skripte zu testen, die jetzt irgendwelche Dateien, CSV-Dateien erstellen, CSV-Dateien einlesen, verarbeiten. Dadurch können wir für jede einzelne Funktion einen Mock erstellen und dann diese Mocks aufrufen innerhalb unserer Tests. Ja, ich hoffe, dass ihr mal wieder was gelernt habt und bedanke mich fürs Zuhören. Beim nächsten Mal gehen wir, denke ich, noch nicht näher auf dieses Testing-Framework ein, aber ja, ich empfehle euch, diese Webseite hier anzuschauen. Da ist alles eigentlich echt genial beschrieben. Es ist ein sehr einfaches Framework. Ihr macht einfach nur ein paar von diesen Tests und ja, dann wisst ihr schon, wie es funktioniert. Ja, gut, bis zum nächsten Mal.